Als Star Wars-Fan der ersten Stunde der 70er Jahre, auch heute immer noch mit dabei, fällt mir auf, wie euch auch, GZ, der Klau, der Diebstahl. Ja, genau. ARD, ZDF, WDR, Deutschlandfunk und Co. klauen dir die Kohle. Da fällt mir doch was ein. Als Kylo Ren, Star Wars, als Jedi Lord, als Sith Lord, fällt mir doch da glatt was ein. GEZ, Einzug, Gebühren, Zentrale. Wie wäre es? An alle, nicht nur Star Wars Fans, nein, an alle. Wie wäre es, wenn der Vermieter einer Wohnung, eines Gebäudes, das zahlen müsste? Erstens gäbe es vielleicht gar keinen Leerstand, weil er müsste ja verdammt viel zahlen an Gebühr, an die GEZ, wenn Leerstand wäre, wenn die Wohnung also nicht belegt. Wenn also nach der neuesten Ordnung 2013, die Macht ist erwacht, ihr merkt es schon, die Macht ist erwacht und da kommen auch die Einfälle, wer demnächst die GEZ zahlen sollte. Die GZ sollte also der Vermieter jegliches Gebäude, jeglicher Wohnung bezahlen. Ärger gäbe es keinen, weil er kann dieses Jahr dann in die Nebenkostenabrechnung einfließen lassen, die GZ. Somit gäbe es überhaupt keinen Papierkrieg mehr. Es gäbe keine Gegner und auch keine Befürworter. Denn wer unbedingt reich werden will und sein Geld an der Börse anlegt, kann auch als Vermieter die GZ zahlen. So der Einfall eines Jedi-Lords bzw. Sith-Lord. Ich bin ja der dunklen Macht verschrieben und denke so eben, wem könnte man Gutes tun? Euch könnte man Gutes tun, wenn ihr die GEZ nicht mehr bezahlen müsstet. Ist ein Einfall. Ihr könnt drunter schreiben, ob ihr den mögt, diesen Einfall. Jeder Vermieter eines Gebäudes, einer Wohnung, müsste GEZ bezahlen. Ja, eine Gesellschaft müsste die GEZ bezahlen. Kann er ja umlegen, wie gesagt, in den Nebenkosten. Dann gäbe es doch überhaupt keinen Ärger mehr mit den sogenannten Nebenkosten / GEZ. Es gibt keine Befürworter und auch keine Gegner. Ja, wer die Macht hat, sollte sie nutzen.